gibt es ein Mediabook, das es bei Pretz Media aktuell im Angebot gibt, nämlich eines von Blue Rolly Entertainment. Das, ehrlich gesagt, habe ich persönlich nie geglaubt, dass ich jemals in meiner Sammlung habe, aus dem einfachen Grund, dass es mir bei der Ankündigung nicht unbedingt gefallen hat. Blue Rolly Entertainment hat den Film Das Haus der langen Schatten in zwei verschiedenen Versionen im Mediabook veröffentlicht. Die eine, Cover B, mit einem Artwork, das mir persönlich überhaupt nicht gefällt. Und Cover A mit einem Artwork, das mir persönlich eigentlich sehr gut gefällt, mit der Ausnahme des Titelschriftzugs hier unten. Jetzt habe ich mir angeschaut, dass dieses Covermotiv A grundsätzlich auf einem Originalplakatmotiv des Films basiert, das eben auch diese wirklich absolut geniale Zeichnung erklärt, wie hier einzelne Charaktere aus dem Bild hervorkommen quasi und eigentlich in Richtung des Publikums gehen, etwas bedrohlich, sieht, finde ich, wirklich genial aus. Und auch den Titelschriftzug, den ich eigentlich immer relativ unpassend und komisch fand, finde ich jetzt nicht mehr so schlimm, weil auch der auf dem englischsprachigen Originalposter des Films genau so aussieht. Und da kann man dann Blue Rolly auch noch zugute halten, dass sie sich sogar die Mühe gemacht haben und diesen Titelschriftzug auf dem Frontcover geprägt haben. Und Mediabooks mit geprägten Filmtiteln sind ja relativ selten. Irgendwie hatte ich ursprünglich den Eindruck, dass diese Schriftart relativ billig aussieht. Ich muss aber auch ehrlich gesagt zugeben, dieser Eindruck hat sich nicht verändert. Nur weil es die Originalschrift ist, aber zumindest muss man sehr, sehr positiv anmerken, dass Blue Rolly hier den originalen Look des Originalposters beibehalten hat, diesen sogar auf dem Spine fortsetzt und dann, muss man sagen, ein relativ einfaches, standardmäßiges Backcover abliefert mit Bildern aus dem Film, die in die Axt reinkopierten Gesichter. Ausschnitte aus dem Film, natürlich die Cast and Crew Informationen, technischen Details und hier unten dann die individuelle Limitierungsnummer auf 555 Stück. Ist dieses Mediabook Cover A limitiert? Im Inneren bekommen wir dann etwas, was ich persönlich relativ cool finde, nämlich mehrere gezeichnete Bilder, wobei sich die auf den Trays bzw. unter den Trays auf den Discs fortsetzen. Es sind nicht dieselben gezeichneten Bilder der Hauptdarsteller. Das ist absoluter Wahnsinn. Ich meine, ich weiß nicht, würde ich ansatzweise Photoshop beherrschen, würde ich wahrscheinlich einen Godfrey Ho raushängen lassen und da Ninja draufschreiben. Ich weiß nicht. Das Ganze sieht irgendwie relativ cool aus, auch wenn ich persönlich ja eher der Fan von durchgehenden Artworks bin. Aber diese Zeichnungen gefallen mir persönlich relativ gut. Genauso wie ich es auch ziemlich genial finde, dass man hier tatsächlich ein 28-seitiges Booklet liefert, das geschrieben wurde von Christoph Kellerbach. Übrigens hier mehr oder weniger die Vorlage für die Zeichnungen. Hammer. Das aus 8 Kapiteln besteht und sich einerseits mit den Leuten vor und hinter der Kamera beschäftigt, beziehungsweise auch mit der Produktion des Films an sich. Und das ist, finde ich, schon eine Sache, dass dieses Mediabook definitiv kaufenswert macht, selbst wenn man den Film vielleicht bereits in der alten Amray-Ausführung hat. John Carradine, immer ein Wahnsinn. Weil es sich, finde ich, um ein hochwertig produziertes Mediabook mit dicken Mediabook-Seiten handelt, was man, finde ich, auch erkennt, wenn man sich das Mediabook hier im Seitenriss ansieht. Eigentlich ein wirklich cooler Release mit, muss ich jetzt sagen, wirklich, wirklich coolem Cover.